Da sind wir dabei, das ist prima. Ja, Kölle Alaf, liebe Grenzacher Zunftarmen Fans, hier bin ich wieder, der Jupp von der Doven und der Jack. Ja, was soll ich sagen? Die Grenzacher Zunftabende sind viral erfolgreich über die Bühne gegangen und auch die Fasenacht neigt sich dem Ende zu. Was kann man als Resümee davon sagen? Eins ist sicher, meine Freund der Kalle, der war noch nie so textsicher wie in diesem Jahr. Verstehst du? Textsicher? Ist ja egal. Auf jeden Fall, der Zunftabend sind zu Ende und auch mein Schätzelein und ich vertragen uns wieder etwas besser wie vor 3 Wochen, ich habe berichtet. Außer vor 2 Wochen, da war es immer noch nicht optimal. Da seht ihr am Abend zu mir im Bettchen, Jupp, ich kann nicht einschlafen. Sag ich, das Böse schläft nie. War nicht so toll für den Verlauf der weiteren Nacht. Habe ich am nächsten Tag gedacht, jetzt bist du mal ganz besonders lieb zu ihr. Habe ich gesagt, Schätzelein, du hast ja bald Geburtstag. Was tust du dir denn wünschen? Sagt die zu mir, ich will die Scheidung. Sag ich, ups, so viel habe ich aber nicht ausgeben wollen. War auch nicht so toll, ne? Aber im Großen und Ganzen vertragen wir uns wieder blendet. Und ich kann euch sagen, wir haben seither jeden Tag ausgefallene Sex. Montag ausgefallen, Dienstag ausgefallen, Mittwoch ausgefallen. Okay, ist noch verbesserungswürdig. Aber im Großen und Ganzen vertragen wir uns. Und die Botschaft, die ich euch rüberbringen möchte in dieser schwierigen Zeit, habt Verständnis, seid lieb zueinander. Vor allem ihr Männer zu den Frauen. Denn vergesst nie, es ist wichtig, eine Frau zu haben, die gut kochen kann. Es ist wichtig, eine Frau zu haben, die gut putzen kann. Und es ist wichtig, eine Frau zu haben, mit der man gute Sex haben kann. Aber das Allerwichtigste ist, dass die 3 Frauen sich niemals über den Weg laufen. Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Nun gut, was soll ich sagen? Die Fasnacht ist rum. Wir freuen uns auf die nächste Zunftabend nächstes Jahr und diese hoffentlich live und nicht digital in diese Box hier. Mach gut, trotz Gestank vor der Chemie und Kölle Alaf!